Ruhislanger Pötzchen. Da. Ich hab nicht ich geraucht, das muss ich dazu sagen. Flirt. Ja, hat's einmal gegeben. Ja, da war mein, wie mein Großvater, die noch Kinder waren. Lungen, Pötzzungen, Schädel wieder zu. Der Hit der 16er Buben schlechthin. Und meine Frau Mama, wie ich immer zu sagen pflege, also nur in der Öffentlichkeit, die Mamsch, die hat ein Kunstwerk dazu gemacht. Ja, grüß euch Gott. Mir ist schon wieder was eingefallen. Und zwar habe ich mir einen Stiefel geholt und habe den beklebt mit diesen Zigarettenpackerln, Papierln, wie man halt da so sagt. Und das nenne ich dann Raucherbein. Das habe ich meinem Enkel gesagt und der hat gar nicht mehr gewusst, was ein Raucherbein ist. Das hat man halt vor 70 Jahren gesagt oder vor 50 Jahren noch. Wenn einer viel geraucht hat, dann hat er meistens ein Raucherbein gehabt. Und ich habe gedacht, so, das mache ich jetzt dazu, ein Raucherbein. Ja, ich habe zum Rauchen Gott sei Dank aufgehört, aber dennoch kann man immer noch aus Tabakwaren herrliche Kunstwerke daherzaubern. Und eins davon hat die Mutter gemacht, die Mamsch. Oder Frau Mama in der Öffentlichkeit. Mutsch, zack, ja. Ja, und zwar ist das geworden das Raucherbein. Bitte sehr. Ja, nicht schlecht. Aber das ist das Raucherbein und damit es auch eine Funktion hat, habe ich mir gedacht, das kann man natürlich dann so schön aufhängen. Für meine Sachen da die. Und das ist das sogenannte Raucherbein. Großartig. Falls jemand Interesse hätte an diesem Raucherbein, muss ich ihn leider jetzt schon enttäuschen, weil das gehört schon meinem Neffen. Ja. Das ist leider mein Neffe, der nie eine geraucht hat. Gell, der ja, hat nie der geraucht. Ja, der hat sich schon angemeldet. Aber der hat schon, ja, und in einem schwachen Moment hat die Mutter gesagt, ja, das kriegt er. Aber wenn man was bastelt oder Ideen hat, findet man ja eh alles im YouTube. Aber wenn ein Lied einfällt und sagt, Gürsel, vielleicht fällt mir was ein dazu, dann kann er sich ja bei dir melden und dann werde ich mir was überlegen. Röslinger Pötzzungen, ja. Das Raucherbein in stilvoller Variante. Im Atelier von der Mamsch.